Jule Polanski und Mark Westerhofen werden zufällig Zeugen eines brutalen Übergriffs. Das Kuriose, der Angreifer ist halbnackt. Nein, nein, ah, was willst du von mir, ey? Nein, 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 bleib hier! Hey, Stimme! Immer, bleib stehen, bleib stehen! Hier, Kamerad, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen! Ach, runter, runter, weg, runter! Runter, 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 runter. Und am Bauch, auf dem Bauch. Arm auf den Rücken, Arm auf den Rücken. Der andere Arm auch, komm, 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 komm. Hier, Arm auf den Rücken, Hickster. Warum haust du denn ab hier? Was ist denn mit euch nicht in Ordnung? Ich würde nicht abhauen. Ja, hab ich gesehen. Das sah aber ganz anders aus. Kommen Sie mal rüber. So, Sie bleiben erst mal liegen hier. Er ist safe. Er hat mich gerade einfach angefahren. Er kam um die Ecke, zack. Mich angefahren, mit dem Lenkrad mich gerammt. Wie stand da mit ihrer Kacksuppe da? Ist er mit dem Roller gefahren hier? Erstmal ist Ihnen was passiert. Brauchen Sie einen Arzt? Nein, 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 brauche ich nicht. Alles gut. Sie haben auf jeden Fall da eine Schramme nein, im Gesicht? Nein, also ich habe keine Schmerzen. Alles gut. Okay. Nur schade um die Suppe für meinen Opa. Ja. Also Ihr Opa wohnt da hinten? Ja, genau. Mein Opa ist krank. Ich war auf dem Weg zu ihm, wollte ihn besuchen, spontan mit einer Suppe, weil er ja krank ist. Und dann kam er um die Ecke. Ich konnte so gerade auf Seite springen, aber er hat mich dann halt mit dem Lenkrad noch geschliffen und ja, ging nicht mehr. Also Ihr Opa wohnt hier hinten. Wo kam der Herr her? Vom Grundstück von Ihrem Opa? Ja, ja, aus dieser Einfahrt. Okay. Kennen Sie ihn denn? Nee, überhaupt nicht. Das ist auch wieder eine andere Sache. Jetzt erst mich anfahren und dann auch noch vom Grundstück von meinem Opa. Ich kenne ihn gar nicht. Kurze Frage. Er selber, war der zu schnell gewesen, hat keinen Helm an und der fährt hier so Roller. Ich meine, wenn man da mal über die Straße mit radiert, da sieht man entsprechend auch aus, ne? Der Mann ist offenbar extrem alkoholisiert. Da er der jungen Frau unbekannt ist, fragen die Beamten seine Personalien ab, bevor sie den Promillewert des Verkehrsaudis feststellen. Ja, mach mal Atemalkoholtest, ja, dann mach mal einen. Wie viel hast du denn getrunken? Ein Wasser. Ja. Also der Fahne nach zu urteilen, war das mit Sicherheit mehr als ein Wasser. Ne? Jetzt bleibst du mal ruhig hier stehen. Hast du das schon mal gemacht? Oh, ja, ich glaube schon. Ja, hast du oder hast du nicht? Ja, aber schon mal. Ja, die 1332 hört. Auch schon mal. Die besagte Person, Adresse stimmt überein, auch EMA-mäßig korrekt, Impul negativ. Allerdings hattest du mir gesagt, dass der Herr wohl mit dem Roller unterwegs war. Der hat gar keinen Führerschein. Ja, hab ich mit. So, Herr Hoffmann, Sie haben gerade gesagt, Sie haben einen Führerschein. Den hätten Sie verloren. Ja, den hätte ich verloren, ja. Ich habe aber gerade erfahren, dass Sie niemals im Besitz eines Führerscheins waren. Dazu irgendwas zu sagen? Nö, weiß ich jetzt nicht. Aber vielleicht beim letzten Mal Pusten abgegeben, den Führerschein? Nee, der hat noch nie einen gehabt. Also, gar keinen Führerschein gehabt, alles klar. Wie das funktioniert, wissen Sie? Ausatmen, ganz tief ausatmen, tief Luft holen und dann reinpusten, bis ich Stopp sage. Ja? Okay. Also Luft raus, ausatmen, tief einatmen und pusten, 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 weiter, 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 weiter. Jo, stopp. Oh, das ist aber ein bisschen mehr als nur ein Sprudelwasser. Das sind 2,1 Promille. Ist es doch nicht. Wie viel Sprudelwasser war das? Klar, aber eher ein Wodka als Wasser, oder? Russisches Wasser. Russisches Wasser. Ja. Sind Sie für Landsmann in Deutschland geboren? Nee, die 1333 hört. Russe? Nee. Die Eltern? Ja, das ist eben abgefragt, also, das gehört einem Fritz Schmoll. Jetzt war ja die Melderin schon Schmoll. Ich weiß jetzt nicht, ob da ein Zusammenhang steht. Das ist... Ja, hab ich so mit. Das ist der Roller von meinem Opa. Ja. Was soll denn das? Wieso klaust du den Roller von meinem Opa? Mein Roller. Nee, ich hab grad was anderes gehört. So, Herr Hoffmann, jetzt... Sie haben keinen Führerschein. Wir haben gerade erfahren, der Roller gehört einem Herrn Schmoll, einem Herrn Fritz Schmoll. Das sind Sie anscheinend nicht. Ja? Wenn Sie mir einen Ausweis mit Hoffmann geben. Das ist Ihre mitgebrachte Hühnersuppe? Das war die Suppe für meinen Opa. Deswegen sind Sie auch so ein bisschen gespritzt. Okay. Die Beamten befürchten, dass der Betrunkene nicht nur den Roller geklaut, sondern möglicherweise auch dem älteren Herrn etwas angetan hat. Aber hier waren wir schafft schon, das noch bis zur Tür? Ja. Zur Türe sollte er es eigentlich schaffen. Hallo? Aber wieso dauert das denn jetzt so lange? Das sieht aber komisch da drin aus. Schauen Sie mal hier durchs Fenster. Was ist das denn? Liegen nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Was ist denn jetzt? Herr Schmoll! Also wir haben ein kleines Versteck für den Schlüssel eigentlich immer für Notfälle. Ich schau mal eben Schauen nach. Sie mal. Aber... Kann nicht sein, der Schlüssel ist jetzt auch weg. Klingel noch einmal, dann muss ich aufbrechen. Auf, wenn Opa dann in Gefahr ist.
Wir gehen einfach mal mit rein, ne? Was ist hier denn los? Wie sieht das hier aus? Der hat doch keinen Besuch. Was sind das für Klamotten? Wie sind denn die Klamotten hier? Aus dem Keller sind plötzlich laute Geräusche zu hören. Als die Beamten denen nachgehen, platzen sie in eine wilde Party. Das ist das Sprudelwasser. Mein Wasser ist da. Ich weiß es nicht. So. Was ist mir los? Schönen guten Tag. Ja, das wollte ich gerne von Ihnen wissen, was hier los ist. Boah. Wir machen Party. Ja. Die wird voll erzählen. Wer von den Herrschaften wohnt denn hier? Der Tom. Ja. Ja. Wo ist Tom? Wer ist Tom? Der Grillmeister. Hier unter der Angestellte. Der Mitarbeiter. Oh, pass mal auf, hier ist Party jetzt vorbei, ne? Wo arbeiten Sie, Burger Himmel? Ein für alle Mal. Sie sind ja alle von einer Truppe hier. Wo kommen Sie eigentlich hier? Wo arbeiten Sie? Was ist denn hier los? Wo ist mein Opa? Hallo? Opa, kümmern wir uns sofort drum. Wir müssen gerade erstmal die Sache kurz bereinigen und kriegen wir hin. Sie arbeiten, wo arbeiten Sie? Im Burger Himmel. Na hier, wir feiern hier. Und dieser Tom, der arbeitet. Der Tom, wohnt der hier? Ja, klar. Der Tom hat Ihnen gesagt, dass der hier wohnt. Und deswegen machen Sie Party. Wie heißt er mit Nachnamen? Ich weiß es nicht. Wie ja, mit Nachnamen. Kraut. Ja. Kennen Sie einen Tom Kraut? Nein, ich kenne ihn niemanden. Okay. So, die Herrschaften hier einmal Ordnung schaffen, Klamotten anziehen, alles zusammenpacken. Die Party ist jetzt erstmal vorbei. Offenbar wollte der Rollerfahrer neuen Schnaps besorgen, als er mit der Enkelin des Bewohners zusammenstieß. Doch wo ist der Hausherr? Hallo? Herr Schmoll! Geh mal rein, sieh her. Hallo? Hey, was machen Sie denn da? Gehen Sie mal zurück hier. Ganz ruhig, ganz ruhig. Nee, nee. Hände hinter den Kopf. Hände hinter den Kopf, will die Hände sehen. Und ein Stückchen vor, Stückchen vorgehen. Bist du der Tom? Ja. Schön. Bleib stehen. So stehen wir, nicht anders. Hände am Kopf. Was ist hier los? Du bekommst ja gar nichts mit, hör mal. Nee, was ist denn los? Warte mal kurz, Frau Schmolz. Was ist denn los? Wie geht dem Opa? Wie geht's dem Opa? Oh je. Trink dir mal. Hast du auch? Ja, gib mir mal. Schön wird gewäschert. Was kann ich jetzt los? Bleib auch schön da stehen. Sind Sie der Herr Kraut? Tom Kraut? Ja. Langsam. Ich bin Tom. Sie wohnen hier, ja? Ich bin Fritz' Nachbar, Tom. Was ist denn hier los? Hallo, Herr Scholl. Was Herr ist denn los, Lena? Wen hast du denn da mitgebracht? Leute von der Bahn? Nein. Nicht von der Bahn. Was ist los hier? Polizei! Herr Scholl, ganz ruhig. Sie sollten sich erst von Ihrem Zustand gar nicht aufregen. Hände über den Kopf lassen. Den jungen Herrn, kennen Sie den? Nein. Das ist Herr Tom, ist das, Herr. Was machst du denn hier? Der Herr Kraut, ja, der sagt, er ist Ihr Nachbar. Stimmt das? Das ist richtig, ja. Das ist richtig. Ja, mal hinsetzen. Ja. Auf die Ecke setzen. Na, Ihre Enkelin wollte sie besuchen kommen und hat ihnen sogar ein Süppchen gekocht. Aber das Süppchen ist leider Gottes jetzt Straßenfutter geworden, weil sie gerade von einem Roller umgefahren wurde, der ihnen gehört. Mein altes Ding, meine Möhre? Ihr Roller, genau. Der war gerade in einem Verkehrsunfall verwickelt. Und zwar hat er fast nämlich ihre Enkelin über den Haufen gefahren. Darauf saß ein Herr Hoffmann, Louis Hoffmann, kennen Sie den? Nee, den kennen Sie nicht. Also Sie kennen nur den jungen Herrn hier. Herr Kraut, das ist mein Nachbar. Ja. Wir sind in Ihr Haus gekommen. Wir haben unten die Tür aufgebrochen. Da werden wir natürlich einen Bericht schreiben. Ganz kurz, wie sieht mit dem Fieber aus? Sind schon ein bisschen angeschwitzt hier und so. Ja. Sieht nicht gut aus. Sollen wir zur Not mal über den Leitstrom ran, den RTW gehen? Schau mal gerade mal die Funke rein, bitte. Da war es im Rufnamen nochmal. 1333. Danke. Nee, nicht festhalten. Wir sind jetzt in Ihr Haus gekommen und haben festgestellt, unten im Poolbereich sind noch weitere 4 Jugendliche, die da eine kleine Party gemacht haben. Wie kommen die denn daher? Was die sagten, dass der Tom sie eingeladen hat, dass er hier wohnt. Das verstehe ich jetzt nicht. Tom, Fritz, das tut mir leid. Fritz, wir haben uns doch letzte Woche vorm Haus unterhalten. Ja. Ich habe dir die Tüten reingetragen. Das war sehr nett von dir. Ja, weißt du noch, du hattest deinen Schlüssel nicht dabei, hattest den Schlüssel aus dem Blumenkasten geholt. Ja. Weißt du,
Du hast mir gesagt, du bist im Urlaub auf Fuerteventura. Ich bin nicht krank, deshalb kann ich nicht fahren, ja. Ja, weißt du, ich habe neue Kollegen, ich habe einen neuen Job. Und ich dachte, ich lade die alle ein, ich mache eine geile Poolparty. Kann mir schon ich denken, wollte alles wieder aufräumen. Es tut mir wirklich leid, du hättest gar nichts gemerkt. Ich kann mir schon denken, was los ist. Ich hätte alles aufgeräumt, du hättest gar nichts gemerkt. Alles Herr Krautz, so funktioniert das aber trotzdem nicht. Sie können nicht einfach in das Haus von Ihrem Nachbarn eindringen, in der Zeit, wo er im Urlaub ist. Ja, das ist ein Hausfriedensbruch, auf jeden Fall. Ich muss dazu sagen, er ist ein Netter. Also lass, er ist ein Netter. Und wir haben uns auch ein bisschen kennengelernt. Seien Sie nicht so hart mit ihm. Okay. Also Sie wollen, es wäre sowieso ein Antragsdelikt, also Sie müssten einen Strafantrag stellen, wenn Sie das verfolgt haben wollen. Nein. Der junge Mann wusste nicht, dass sein Nachbar zu Hause ist. Als er ihn im Bett liegend vorfand, war der 24-Jährige in großer Sorge. Also Opa Schmoll, bleiben Sie so. Tut mir wirklich keine Anzeige, die räumen alles wieder auf. Nein. Ja, das sollen wir machen. Das machen wir. Da kümmern wir uns jetzt gleich mit drum. Wir gucken uns das an. So, wir machen das jetzt so. Wir machen das jetzt so, wenn alles wieder in Ordnung ist und ich wieder gesund bin, dann holen wir die Party nach, dann machen wir das. Ja, nun lass die jungen Leute. Damit hätte niemand gerechnet. Nur der Rollerfahrer muss sich wegen Gefährdung, versuchter Verkehrsunfall, Fluchtkörperverletzung und Diebstahls verantworten.